So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Together. Und zwar Super Mario 64. Guten Tag. Zlaxi, genau, ist wieder dabei. Part 3. wie gesagt, Zlaxi und Graf hier hauen, wir wollen den Bowser erstmal eins in die Omme hauen. Und ja, beim letzten Mal hat der Zlaxi ja den ein paar Sterne geholt. Wie gesagt, ab 10 Sterne hat sich hier oben das Dingsbums geöffnet. Schieb mal deine Maus noch aus dem Bild. Oh, okay. Der Klassiker, ja. Sehr ja, gut. Die ist, warte mal, wo ist denn die da drin? Ja, das sieht man, okay. Ja, das ist bei euch in einem Papp hat es auch rausgefallen. Ich dachte erst, wäre meine Maus, bewegt die Maus. Und dann so, oh nein, das ist ein Video, okay. Ja, das Fiese ist nämlich, bei der Aufnahme sieht die Maus nicht. Ah, okay. Ja, dann geht's ja noch. Die ist dann quasi in so einem... Bei so mir schon, ja. Limbo zwischen also, Aufnahmen. Ich habe jetzt mal die Webcam ausgemacht, durchfliege alle Münzringe. Hauen wir natürlich ganz gerne zusammen mit dem Dingsbums raus, mit dem 100-Münzen-Stern. Deswegen werde ich jetzt erstmal ein paar Münzen sammeln, obwohl ich glaube, ich fange erstmal mit der Dingsbums an. Entschuldigung! Ja, kein Problem. Nein! Och, Mario, du bist doch echt zu blöd. Vielleicht Flaxi gönnt sich jetzt hier im Hintergrund noch einen Jackie. Auf jeden Fall. Oh, ich freue mich. Wir spielen zusammen Mario. Das ist echt geiles Game. Das ist auch so schön. Das ist so ein Spiel. Immer da. Richtig, da kannst du immer was machen. Und es wird halt auch nicht langweilig. Vor allem ist es auch ein richtig cooles. In meinen Augen ist es zwar ein Singleplayer-Spiel, aber so ein Partyspiel. Also, wenn du auf der Couch ein paar Jungs dabei hast, jeder holt ein paar Sterne. Und du hast halt hier dieses Background-Gaming. Ist halt schon nice. Genau. Ein paar Bier, ein paar Sterne. Passt. So, ich muss nur gucken, ob ich die beiden Münzen zeitgleich hole oder ob es vielleicht besser ist, wenn ich die einzeln hole, weil ich weiß nicht, wo der Münzring, wo der Dingsbums-Stern halt auftaucht von den Münzringen. Der taucht direkt. Ah, doch, doch, der taucht da unten auf, wo der Stern für die 8 roten. Doch, Mario, du bist echt. Gibt keine Bolognese mehr. So. Richtig ein Wisch. Genau. Ich dachte immer, ich bin so schlecht im Spiel, aber ist meine Steuerung mittlerweile gar nicht mehr so schlecht, weil ich mir diese ganzen. Weil ich mir diese ganzen Tutorials reingezogen habe. Und wenn du nichts weiter, wenn du eine Zeit lang nichts im Leben zu tun hast, außer diese Mario-Videos zu gucken, dann kriegst du es einfach rein. Und daneben gehauen. Das war auch wieder ein Wishes. Sehr schön. Bin ich nicht der Einzige, der failed, ist beruhigend. Muss aber sagen, bei Mario World hast du ein bisschen gefailed, weil auch beim Emulator habe ich selbst mal getestet. Wenn du es nämlich richtig machst, kannst du nämlich mit der Feder an Höhe gewinnen. Das ist aber sauschwer. Ich weiß. Also mit einem. Das ist tatsächlich. Ja, es klingt jetzt ein bisschen lame, aber ich schieb's auf den Controller. Weil wenn ich's klassisch auf der Konsole am guten alten Super Nintendo Spiel kann ich an Höhe gewinnen, aber auf dem Emulator kriegt uns Verrecken nicht hin. Okay, ich glaube, die Fliegemütze bei Mario war so, dass du Stück für Stück Höhe verlierst, aber nur ganz wenig. Ja, es geht dann doch recht schnell an Höhen, finde ich. Der wird dann irgendwann so langsam, dass du ein bisschen driften musst. Deswegen ist es gerade ein bisschen schwierig. So viele Münzen sind es aber nicht. Wenn du willst du die. Nee, ich will jetzt erstmal die Münzringe fertig haben, dass ich weiß. Die Ringe an sich, ja. Genau. Ich hab raten, bevor du da die Münzen einsammelst, weil später findest du das. Richtig, das war nämlich. Also ohne Kanone kannst du es echt vergessen. Ja, naja, ich habe ja schon 4 Stück. Von daher sind ja nur noch 5 Stück. Ist ja nur noch einer. Ich bin mal gespannt, ob mein Controller das Projekt überhaupt aushält, weil ich habe ja so einen Billig-Controller. Ist zwar schön N64-Dingsbums, aber der macht jetzt schon Probleme mit dem Controller. Linken Strahl! Shit. Kacke! Meine Optik ist echt verdreht. Gut, erstmal. Ja, jetzt. Oh, Mario, schwör's dich. Und dann noch die weltbeste Kamera der Welt. Die Kamera geht eigentlich, finde ich. Auch nur ein bisschen. Ist gerade nur wirklich der Joystick, der mich gerade so ein bisschen abfuckt. Ja. Oh, Mario, nice. Super. Hast du das Loch getroffen?
Ich dachte, ich muss dir mal ein paar Haare drumherum malen, dass das trifft. habe ich meine ersten Ausbildungen auf dem Bau so gehört. Da muss, haben wir irgendwie, klingt jetzt vielleicht doof, aber da haben wir Rohre verlegt. Und ich dann so habe halt irgendwie die ganze Zeit, die haben halt genau gepasst, weißt du, so Abwasserrohre für eine Sprinkleranlage. Und mein Ausbilder hält halt irgendwie dieses Rohr. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich wirklich die 100 Münzen doch vielleicht holen soll. Weil wenn ich schon würde sich anbieten, ist ja auch. Bei bin. Auf jeden Fall. Du musst hier nicht alle, das reicht jetzt schon. Du kannst den Rest vom Level so ab. Sicher. Oh mein Gott. auf jeden Fall. Ich habe halt dieses Kackloch nicht getroffen. Und mein Ausbilder guckt mich so an, hält so dieses eine Rohr da, dieses große, dieses meterlange Rohr in der Hand und sagt dann so, ja, trifft es jetzt auch mal oder muss ich erst ein paar Haare drumherum malen? das ist nämlich jetzt genau die Problematik, die man hat. Ah ja, good. Ja. 38 Münzen. Langdicke. 40 Münzen, Mensch und Mensch. Wenn faul, dann richtig faul. Richtig. So, 100 Münzenring hole ich jetzt noch schnell. Du hast die also hast Uhr im Auge. Rohr dann auch, beziehungsweise das Loch auch ohne Haare eingerohrt. Ja, ich habe es dann doch nach dem 1000. Mal getroffen. Aber lustige Geschichte. Jo. Und dann dachte ich so, ja, es hat vielleicht, keine Ahnung, perverse Ausbilder oder so. Aber. Einfach Baustellenhumor. Nein! Da habe ich eine Münze verkackt. Ja. Ich bin gerade irgendwie jetzt doch aus dem Konzept raus. Ich glaube, das wird im Rohr, das weiß ich. Schön die Bombe geschnappt. Und fahrt's. So. Kann auch vielleicht daran liegen, dass ich, wie heißt's, mein Controller-Plugin ein bisschen hochgestellt habe. Ah. Weil ich bei Snowboard Kids diese eine scheiß Kurve nicht bekommen habe und ich habe gedacht, das liegt vielleicht. Oh, Mario! Oh, nein! Oh, die Drecksau! Oh, du. Aber erinnerst du dich? Im letzten Part hat genau dieselbe Kugel mich auch erwischt. das Nummernschild habe ich von der Kugel. Die ist fällig. Diese Kackkugel, ey. Ich schwör's dir. Dich verliere ich beim Murmelspielen freiwillig. Naja, auf jeden Fall, irgendwie hat mich das halt die ganze Zeit begleitet. Und dieser Scheißspruch, der hat sich auch irgendwie die ganze Zeit durch die Berufsschule und allem drum und dran begleitet. Und ich dachte so, ey, ernsthaft? Hast du die Uhr gestellt? Ich hab gerade eben mal angefangen. Ja, wir machen läuft, einfach. Ich benutze ja OBS. Nehmen auch komischerweise ganz viele, habe ich auch mitbekommen, sind auch Kronk ganz gerne aktuell noch. Ja, läuft. Sehr gut. 8 Minuten. Das bedeutet, wir haben noch ein bisschen Zeit. Easy. So. 8 Minuten schon, wow. Ja, ich habe. Was war das denn? Kiste! Die platzt jetzt, weil dieser Anschrei. Ah! Mario, du bist so langsam. Kein Wunder, dass die Peach ständig hier rumeiert. Bowser will. Wegen 3 Münzen. Ja, hier ist also. Also der 100 Münzenstern ist echt immer eine Qual. Es geht. In den, muss ich sagen, ja, in dieser Welt ja. Späteren Level. Oh Mann. Vor allem in dieser. Ja, in dieser Welt ja. In den späteren Welten finde ich geht. Wo es eigentlich recht angenehm ist beim 100 Münzenstern ist beim. Im Boohoo-Haus. Ja, da wirst du ja verwöhnt mit Fünfern. Arschloch, du hast den auf dem ersten Mal hast du den Ich hab dafür lang Ja, dafür bin ich gegen den gelaufen und hab auf die Fresse gekriegt. Musste den mal den Hintern versohlen. Er lag in Hose auf dem Boden. Ja, manchmal muss man ihm einfach ein bisschen die Bremsstreifen markieren. Ja, wie gesagt, Samstagabend, wir sind echt angekommen. Ja. Hoch die Hände Wochenende, by the way. Ja, eine Freundin hat mir damals. Ihr könnt euch ruhig auch mal ein Bierchen aufmachen oder einen kurzen schnappen. Ja, auf jeden Fall werde ich auch gleich whatever. Machen. Ich habe ja die Facecam aus. Ist wahrscheinlich auch der beste Hustensaft. Boah, Alter.
Vor allem, das ist so ein komischer Jack Daniels Fire, so ein roter. Okay. Der schmeckt nach Weihnachten, aber lötet dir halt hinten den ganzen Gaumen weg. Oh, ist doch geil, gerade wenn verschleimt. Oh. Ja, so, und ich habe hier einen Johnny Walker noch rumstehen. Und was auch ganz geil ist, so einen komischen Pushkin-Nougat. Der schmeckt Wodka. Voll richtig, der schmeckt eigentlich richtig geil. Pushkin ist ganz gefährlich, die Marke. Ja, aber halt diese Nougat-Gedöns. Ja, Nougat ist... Nougat. Da trinke ich den Italienischen ganz gerne, so Nougat-Likör. Oh. Vorsicht. Wie heißt er? Boah, ich hab keine Ahnung. Der ist ganz bekannt, dieser Haselnuss-Nougat-Likör. Der Robin, Klassenkamerad von mir, hatte den ja mal mitgebracht. Und dann bin ich ja krank geworden, weil eigentlich wollten wir ja das Ding beim Resident Evil machen. Resident Evil Abend Couch und Dingsbums und allem drum und dran. Klingt gut. Ja, vor allem, weil die Jungs halt voll verkacken, was das angeht. Und immer wenn verkackt ist, kurzen trinken und dann gucken, wie lange wir es schaffen, einen vernünftigen Stream zu moderieren. Aber daraus wurde bis jetzt halt nichts, weil ich halt permanent krank bin seit letzter Zeit. Und da ja, man hört sie auch manche Leute halt, da die Jungs halt noch die Prüfung nochmal machen müssen. Wir haben ja bei den Kaufleuten, bei den IT-Kaufleuten war die Präsentation so streng mit so ekelhaften, mit so ekelhaften Sachen. Mit so ekelhaften Auflagen, dass du die hättest gar nicht richtig schaffen können. So, jetzt haben wir die Bombenwelt fertig. Nice. Wunderbar. Durchquer alle Münzringe. Wunderschön. Und ein Speicherhörnchen gemacht. Speichern und weiter. Wie lange haben wir es denn? Wir haben jetzt... 11 Minuten, 12. Ja, 12 Minuten ungefähr. Wunderbar. Ja, also kannst du den Wumps ums Bumpen-Castle kannst noch machen? Ja, was noch? Genau. Obwohl, nee, ich mach einfach die Rutsche. Komm, da hole ich jetzt beide Sterne noch und dann sind wir eigentlich fertig, weil, gibt ja zwei Sterne dort. Ja, einmal, glaube ich, unter 26 Sekunden, ne? Weiß ich nicht mehr, wie viel es ist. Auf jeden Fall Gas geben. Einmal Gas geben und einmal nicht Gas geben. Ist jetzt die Frage, was besser ist. Ich glaube, erstmal gebe ich erstmal kein Gas und fahre ganz normal. Los, Mario, los! Oh, auf dem Bauch halte ich schwierig. Ja. Ich finde es, auf dem Arsch kannst du besser steuern, Jens. Ich weiß nicht, ob es nur mir so. Ja, da kannst du, wie gesagt, ich will ja einfach nur runter. Ja, ja, klar. Zum Bauch, das war jetzt purer Zufall. Gibt's auch einen Jump, dass du abkürzen kannst oder so, aber den kriege ich nicht hin. Nee, auf dem Bauch kannst du auch nicht mehr jumpen. Ja. Wusstest du, dass... muss man dann richtig taten. Fit. Schönes Ding. So, das war der reguläre Stern. Ich habe gemerkt, dass ich schon mal Super Mario 64 gestreamt habe, als ich meine Streams aufgeräumt habe. Ja, es geht mir auch so, ne? Manchmal so viel Let's Play im Laufe der Jahre, manchmal vergisst man einfach. Oder andere. Das stimmt. Deswegen ist es eigentlich vielleicht auch mal ganz gut, wenn du mal eine Ordnung auf deinem Kanal kriegst. Nein. Das ist dann auch immer so geil, wenn irgendwelche Leute dich plötzlich mal ansprechen. Oh ja, ich weiß noch bei deinem, keine Ahnung, Mario 64 Stream von 1987. Da ich hast du muss das ja das sagen, gemacht. Ich habe ja Dingsbums. Und ich dann hab so, ja dann, hab ich das gespielt? Das stimmt, ja, du hast relativ viele Spiele, ja. Ich zum Beispiel habe halt nicht so viele Spiele fertig gemacht. Viele halt angefangen und abgebrochen, weil in meinen Augen die einfach nicht, ich habe halt viele Spiele angefangen, die kein Ende haben. So zwei MMOs, ein Albert Throwdown, hier dieses Animation Throwdown, wo du halt mit diesen ganzen Comic-Charakteren halt Karten spielst. Das sind halt so ewig Charaktere, wo ich mir gedacht habe, ich glaube, du bist zu langsam. Ja, aber erzähl ruhig. Ah, Mist. Unter 23. Stimmt, habe ich ja total vergessen. Da war ich wieder am Quatschen. 23 oder nicht sogar schon 21?
Nee, ich weiß nur, dass man den Control-Stick so stark nach vorne drücken muss, dass der sich automatisch drückt. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Und die Kurven richtig hart schneiden, hat die Let. Ja, kriege ich schon irgendwie hin. Ja, naja, locker. Auf jeden Fall habe ich gemerkt beim Aufräumen von meinem Kanal so, ich war ja da total happy, ne? Also wie gesagt, 3 Stunden habe ich dir erzählt. Das hat einfach gedauert, weil ich mir sämtliche Dingsbums angeguckt habe. Tutorials durchgelesen. Arbeit hatte ich im Endeffekt eigentlich so typisch IT, weißt du? Du hast so aktive Arbeit vielleicht eine halbe Stunde, aber um dich den ganzen Scheiß reinzulesen, zu wissen, was du drücken musst, was du machen musst. Ja. Brauchst dreifach so lang. Brauchst du halt doppelt, ja, mindestens mal. Das ist aber immer so. Das war bei meinem Projekt eigentlich genauso. Mich in die Materie reinzulesen und zu wissen, wie richte ich DHCP ein, wie richte ich einen Server ein und allem drum und dran. Könnte gut werden, der könnte gut werden. Es sind doch 21 Sekunden. Ernsthaft? Schweine, Alter. Oh, da kriegst du doch, mach mir doch einen Knoten in meine Samenstränge rein, ey. Ich weiß gar nicht, wo habe ich denn das gelesen? Irgendwas mit einem Kneif in Samenstrahl? Also, ist aber das so ein Bauarbeiterwitz oder was? Nee, Bauarbeiterwitz nicht. Das war bei den Freitagnacht-News, glaube ich. Boah, Alter, der. Bernie und Erd, glaube ich, war das. Ah, Bernie, ja. Ich glaube, hast du mir mal so erzählt. Das ist aus genau. Bernie und Erd. Das ist so genau Popo-Club. Der Humor, ja. Ich mag Ficken, nur zu dritt. Mit Heinz, Karl und Pitt. Hat Heinz mal keine Zeit. Macht Pitt Scheiß die auf die Beine. Dinger, du musst die erste Kurve schon schneiden, Junge. Gas. Macht Pitt die Beine breit. All das mag ich. Oh, ja, so ein Popo. Schneiden! Von einem Kubaner. Genau. Der ist immer glatt rasiert und immer eingeschmiert. Komm, lass es, sonst wird es geklappt. Dann kennst du auch noch auswendig. Ja, ich weiß. Das habe ich in meiner Schulzeit halt extrem lange gesungen, weil es einfach voll eklig war und alle abgefuckt hat. Wie kommst du darauf? Knapp as fuck, ey, alter Schwede. Immer wenn ich die Sui sag, muss ich an diese alte komische Dingsbums-Pudding, diese japanische Pudding-Werbung denken. Oh, das ist so richtig ekelhaft. Das heißt Giga-Pudding. Das ist so richtig eklig. Das ist so ein richtiger Ohrwurm, ey. Da hast du dieser Werbespot, ja, den, ich weiß nicht. Den könnten wir eigentlich mal einspielen. Nee, das willst du nicht. Oh mein Gott. Pudi Pudi. Ist dein Part, ne? Kannst du machen, ne? Pudi Pudi. Pudi Pudi. Ikuku Giga Giga Pudi. Ich muss dir den Clip mal schicken, ey. Lachst dich schräg. So, wie weit? Ja, 17 Minuten. Das ist eigentlich ein super Part, um zu stoppen. Slugsy und ich, wir bedanken uns fürs Reinschauen. Part 3 und Part 4 dann wieder beim Schlagsus. Und ja. Schlagsus, ja. Auf dem besoffenen Alter. Die nächsten Parts werden geil. Ich muss nachlegen. Alles klar. Ja, gut. Ciao.